Wenn man die pauschal dotierte Unterstützungskasse aus Arbeitgebersicht jetzt mal betrachtet, dann muss sich ja der Arbeitgeber mehreren Entscheidungen stellen. Die erste Entscheidung ist, glaube ich an Staatspapiere, halte ich Staatspapiere für sicher, will ich überhaupt in einen versicherungsförmigen Weg bleiben. Die zweiten Entscheidungen sind nutzenorientiert. Die pauschal dotierte Unterstützungskasse bringt vor allem Bankenunabhängigkeit, finanzielle unternehmerische Freiheit, Liquidität, Liquiditätsreserven, auch wenn es angelegt wird am Kapitalmarkt. Ich kann an das Geld jederzeit ran, kann das Ganze liquidieren, habe eine Liquiditätsreserve, habe alternative Mittelherkunft von meinen Mitarbeitern, habe alternative Mittelherkunft durch Steuervorteile, habe die Vermeidung von Mittelabflüssen an Versicherungsgesellschaften, ans Finanzamt durch Steuerzahlungen, habe hier wirklich eine Möglichkeit, Bankenunabhängigkeit zu erreichen, Schritt für Schritt, sukzessive. Will ich das überhaupt? Ist das für mich ein Thema? Wenn nein, kann immer noch das Thema Kriegskasse entscheidend sein. Macht es Sinn, sich hier eine Kriegskasse, ein Liquiditätspolster, eine Sicherheit, eine Basis aufzubauen und vielleicht um einen Wettbewerber zu übernehmen? Das ist die eine Frage. Und der zweite Fragenkomplex, noch viel wichtiger, ist das Thema Human Resources. Das heißt Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, was man regelmäßig in den Versammlungen, Mitarbeiterversammlungen, Mitarbeitergesprächen erleben. Das Thema Image, Verbesserung des Image im Personalbereich, das Riesenthema CSR, Corporate Social Responsibility. Also die Themen Human Resources, sind die für mich wichtig? Sind die wichtig, um die Qualität zu halten? Sind die wichtig, um strategisch zu wachsen, um mich nach vorne zu entwickeln und so weiter? Wenn die Themen mit Ja beantworten können, dass ich das brauche, dann stellt sich die zweite Frage, richte ich eine pauschal dotierte Unterstützungskasse ein, vielleicht auch einen anderen Durchführungsweg, beitragsorientierte Direktzusage, das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann natürlich die Frage, wie gestalte ich das Versorgungssystem auf mich, auf mein Unternehmen zugeschnitten aus? Welche Förderung mache ich? Welche Förderung nach Personengruppen? Welche Förderungen nach Altersgruppen? Steigert sich das nach hinten? Verschiedene Fragen, die hier einfach beantwortet werden, werden müssen. Und dann ist natürlich die Frage natürlich auch des Partners. Und auch im Partnerbereich, wer kommt für die Verwaltung überhaupt in Frage? Wer kommt für die Beratung, für die Implementierung? Es ist in erster Linie Arbeitsrecht, es ist Steuerrecht, es ist eine komplexe, nicht kompliziert, aber eine komplexe betriebswirtschaftliche Materie, die man einfach durch überblicken muss. Und es ist vor allem eine langfristige Geschichte, wo ich einen Verwalter brauche, wo ich einen Partner brauche, der möglichst schon lange am Markt ist, der möglichst genügend Erfahrung hat, der möglichst seine 500 oder 1000 Unternehmen bereits verwaltet und bei dem die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er auch die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre am Markt bleiben wird. Der soweit Personenunwahl unabhängig ist, dass die Positionen mehrfach besetzt sind, der die Fachleute, die Arbeitsrechtler, die Sozialversicherungsrechtler, die Steuerrechtler, die Mathematiker, das ist die hohe Disziplin, Renten, gerade Renten sind interessant, natürlich mit Kapitaloption, aber erst einmal Renten als langsamer Abfluss, der das überhaupt rechnen kann, der entsprechend Mathematiker hat, der die Steuerberater hat, der die Betriebsprüfung begleiten kann, der einfach ja, gewisse Indizien mitbringt, dass er das Ganze qualifiziert macht. Das ist die nächste Entscheidung, die aus Arbeitgebersicht natürlich entschieden werden muss.